Es war am Morgen des Weihnachtstages 1587, als der Kartäusermönch Laurentius im Klostergarten seines Klosters in der Nähe von Trier eine weißblühende Blume fand, vermutlich eine Christrose. Dieses Blühen mitten im Schnee inspirierte den frommen und musikalischen Mann so sehr, dass er sich sofort in seine Zelle begab und das Lied »Es ist ein Ros entsprungen« dichtete. So sagt es die Legende. Liebe Zuhörende und Zusehende, eigentlich wollte ich Ihnen am Christfest in einer Liedpredigt viel Interessantes und Theologisches, Musikalisches und auch Kurioses zu diesem Weihnachtslied erzählen. Leider geht das aus den bekannten Gründen ja nicht. Aber nächstes Jahr ist hoffentlich Weihnachten wieder normal. Damit Sie nicht so lange warten müssen, soll die Christrose in verschiedenen Variationen heute als weihnachtlicher Videoimpuls dienen. Zuerst also das Weihnachtslied selbst. Es ist ein Ros entsprungen. Es steht im evangelischen und im katholischen Gesangbuch. Im evangelischen Gesangbuch hat es die Nummer 30. Vielleicht wollen Sie es ja mal aufschlagen und mal wieder lesen. Es ist ein Ros entsprungen aus einer Wurzel zart. Wie uns die Alten sungen, von Jesse kam die Art. Und hat ein Blümlein bracht mitten im kalten Winter, wohl zu der halben Nacht. Das Blümlein, das ich meine, davon Jesaja sagt, hat uns gebracht alleine Marie die reine Magd. Aus Gottes ewgem Rat hat sie ein Kind geboren, welches uns selig macht. Das Blümlein so kleine, das duftet uns so süß, mit seinem hellen Scheine vertreibt die Finsternis. Wahr Mensch und wahrer Gott, hilft uns aus allem Leide, rettet von Sünd und Tod. Die biblische Grundlage dieses Liedes finden wir beim Propheten Jesaja. In Jesaja 11 heißt es, der Messias und sein Friedensreich. Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais, und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Mit einem Bild aus der Natur will der Prophet Jesaja in Gottes Auftrag den Menschen damals Hoffnung auf eine bessere Zukunft machen, mitten in der Resignation. Aus einem scheinbar leblosen Wurzelstock wird ein neuer Zweig wachsen und Früchte bringen. Welch kraftvolles Bild auch für heute. Von der Christrose haben sich auch berühmte Dichter inspirieren lassen. Eduard Mörike, der schwäbische Dichterpfarrer, hat ein anrührendes Gedicht geschrieben, »Auf die Christblume«. Und Selma Lagerlöf, die große schwedische Erzählerin, hat die wunderbare Legende von der Christrose geschrieben. Vielleicht haben Sie es ja im Regal oder finden Sie in der Bibliothek oder sonst irgendwo zur weihnachtlichen Lektüre. Aber auch kleine Weihnachtsgeschenke sind gehaltvoll, so wie das kleine Büchle von der Christrose, das ich einmal geschenkt bekommen habe. Ein modernes Christrosengedicht daraus, von Cornelia Elke Schrey. Immer wieder ein Licht sein in der Dunkelheit. Immer wieder blühen, wenn alles verwelkt ist. Immer wieder hoffen, wenn vieles endet. Immer wieder leben, wie Sie. Lassen Sie sich inspirieren von der Christrose zum Staunen und Innehalten, zum Nachdenken, Singen oder Zuhören in diesen weihnachtlichen Tagen.